braucht nur ein, zwei Tage regnen, dann ist man schon kurz davor, schon wieder schwere Krankheiten zu bekommen. Das ist nicht. Und ärztliche Hilfe ist auch nicht gerade besonders angesagt als Obdachloser. Da ist man froh, wenn über jeden Winter, den man überlebt hat. Ja, ich bin ja angesprochen worden vom SKN. Und haben mich gefragt, ob ich nicht mal sesshaft werden wollte. Der Freundeskreis hat sich stabilisiert. Ab und zu kann man wieder an gesellschaftlichen Aktivitäten teilnehmen. Ich brauche jetzt im Winter keine Angst mehr haben, nicht mehr zu überleben. Ja, das Projekt Wohnungsstadt Parkbank ist im Jahr 2002 gegründet worden. Aktuell haben wir 17 Wohnungen. Wir mieten die Wohnungen auf dem freien Wohnungsmarkt halt an und sind quasi als Zwischenpol zwischen dem eigentlichen Vermieter und dem Klienten halt mit im Spiel. Als nächsten Schritt versuchen halt über den Arbeitsmarkt eine Tagesstruktur zu organisieren. Es gibt natürlich auch Fälle, das sind natürlich dann auch schon unsere Highlights, wo wir eine Arbeitsvermittlung in einer Ausbildung zum Beispiel organisieren können, gerade bei jungen Wohnungslosen.